Willkommen zurück zu Haunted Horror, das Anwesen Remake für den Maker VX. Ja, Ja. im letzten Part wurde unsere Tochter entführt. So kann man es sagen, ne? Vor 2 Jahren gab es irgendeinen mysteriösen Mord, bei dem sich der Genau. Mörder scheinbar selbst getötet hat. Auch Ja. wenn die Polizeiakten, die wir am Ende vom letzten Part noch gesehen haben, scheinbar belegen, dass der Mörder laut der Autopsie nicht der Mörder sein kann. Der vermeintliche Mörder, ne? Also von daher. Und irgendein Verrückter, der scheinbar noch im Leben ist, hat uns jetzt diesen Brief geschrieben und will, dass wir hier rauskommen. Ja, 2 Jahre später, nachdem er und unsere Tochter entführt hat. wir scheißen auf unsere Ausbildung und sagen uns, jo, mach mal. Okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und mit allem interagieren. Und es geht Ja. erstmal gar nicht. Da kommt einfach nichts. Na gut, da werde ich wahrscheinlich hier den Weg nehmen müssen. Oder soll ich erstmal noch nach rechts gehen? Ja, mach ich mal. Wir gehen erstmal noch die Straße runter, aber die Straße endet hier. Die Straße sieht im Übrigen ganz cool aus. Da könnte man eigentlich schon fast mal so ein Real-Life-Maker-Spiel machen. Man, hier kannst du doch eigentlich schon fast GTA im Maker-Style machen. Ja, aber ich glaube, dass die Engine da. Nee, das war eher Spaß, aber wir gucken uns natürlich trotzdem noch hier hinten um. Hier ist nämlich Genau. ein Brunnen. Können wir in dem Brunnen vielleicht irgendwas Tolles machen? Ein Brunnen, aber keine Möglichkeit hinabzusteigen. Vielleicht müssen wir dafür dann in die Vergangenheit reisen. Wenn wir dann in vor 2 Jahren sind, dann dürfen wir in den Brunnen. Wenn du verstehst. Wenn wir die Ocarina of Time gefunden Ja. haben. Hier war es gewesen vor 2 Jahren. Völlig runtergekommen, das Haus. Ich bekomme beim Anblick eine Gänsehaut und würde am liebsten umkehren, aber das ist nur ein alter, verlassenes Haus und ich muss Sarah finden. Hoffentlich geht es ihr gut. Es sind 4 Wochen vergangen, seit sie verschwunden ist. Was mir aber auffällt, ist, dass die Polizei jetzt auch die Sprayer unter Kontrolle hat, ne? Weil Ein da nichts altes dran steht. Haus. Ja, Ein das. altes Haus und ist nicht zugesprayt. Das Gut, ist. also die Sache ist natürlich, wenn ich jetzt hier zu der Straße gehe, dann sieht es so aus, als wäre dieses alte Haus in irgendeiner Landstraße oder Ah, so. das ist doch irgendwie für Sprayer egal. Für Sprayer wollen wir gerade sowas haben. Ah, vermutlich schon. Also es gibt doch eigentlich nichts, das verlassen ist, wo nicht irgendwie ein Sprayer oder so. Es geht auch nicht, dass bewohnt ist, wo nicht irgendwie ein Sprayer, aber. Ja, also Sprayer. Noch ziemlich allgegenwärtig. Okay, wir schauen uns erstmal hier draußen um. Das Haus sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus von außen. Und guck mal, hier unten kann man wieder rausgehen oder auch nicht. Den landet man beim Brunnen sozusagen. Würde man theoretisch. Ja. Hier hinten gibt es auf jeden Fall einen Eingang. War das da vorne auch ein Eingang oder sah das nur Ich so denke aus? schon, das ist ein Eingang, ja. Ich kann ja einfach mal kurz. Okay, wir sind irgendwie reingekommen. Okay. Verflucht, es ist dunkel hier. Das Haus hat keinen Strom mehr. Ich sollte meine Taschenlampe einschalten, damit ich was sehe. Hinweis zur Taschenlampe. Im Menü auswählen und einschalten. Hotkey-Taste D. Okay, das heißt also, ich drücke einfach mal D. Sehr schön. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Dann versuchen wir natürlich trotzdem noch durch den anderen Eingang reinzugehen. Genau, denke ich mal auch. Ja, das ist scheinbar eine Tür, die mit Brettern zugenagelt wurde. Ja, hier komme ich nicht in das Haus. Okay, schade. Also sind wir schon den richtigen Weg gegangen. Wir sind schon, du kennst doch mein Talent. Ja. Ich muss alles, was optional ist, auslassen. Ja. Ich bin ja eher der optionale Mensch. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen hier in dem Haus um. Was? Lampe einschalten? Ja. Nichts passiert, weil kein Strom gibt. Es erinnert mich ein bisschen an Haunted Horror 4. Ja. Ein düsteres Bild von einer Kirche. Ob wir hier auch wieder an Büchern speichern? Düsteres Bild einer Kirche. Ach, wer hätte es gedacht? Aber Bücher und keine, wenigstens keine Bibeln. Ja, es sind eher so Gästebücher. Genau, So wie genau. es direkt hier vorne steht. Raum der musikalischen Klänge steht auf dem Schild. Bin ich immer gespannt, ob wir reinkommen. Natürlich nicht. Ja. Die Tür scheint zu klemmen. Es gibt wohl keinen Schlüssel dafür. Also brauchen wir ein Brecheisen. Guck mal, da ist eine Ratte, die in ihr Loch rennt. Kann
Gott, ich hasse Ratten. Ich hoffe, du hast mein Let's Play zu Das Anwesen 2 gesehen. Da wurde die Idee nämlich schamlos geklaut. Ja, ich hab's gesehen. Oder entlehnt, wie auch immer. Hier ist verschlossen. 002 steht auf dem Schild. Alles klar, ich kenne 002 irgendwoher. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir hiermit auch in einer halben Stunde durch sind. Aber ich glaube es nicht. Nein. Denn die Ratte hier gab es ja im Original zum Beispiel gar nicht. Merkt ihr auf jeden Fall hier die Position, dass hier hinten ist die Ratte ja verschwunden, ne? Genau, gegenüber von 002. Genau, das könnte auf jeden Fall nochmal wichtig werden. Da liegt ein Buch auf dem Tisch. Ein altes Tagebuch. 9. Februar 2008. Als ich heute Morgen aufwachte, tropfte mir Wasser ins Gesicht. Eine undichte Stelle in der Decke war zu sehen und ich rief sofort einen Handwerker an, dass er die Stelle schließt. 10. Februar 2008. Endlich war der Handwerker da und er beseitigte das Problem mit der undichten Stelle. 12. März 2008. Ein heftiges Unwetter zog gestern über Pennsylvania. Plötzlich war der Strom weg und ich musste erneut einen Handwerker anrufen, da es ein Problem mit dem Stromkasten gab. Oh, hier bekommen wir Hinweise. 15. März 2008. Nach geschlagenen 2 Tagen kam endlich der Handwerker und hat die Stromversorgung im Haus repariert. Das muss aber eigentlich jemand von der Stromversorgung machen. Nein, hier machten das Handwerker. Er sagte, ich müsste, wenn es wieder vorkommt, nur 2 Kabel gegen neue ersetzen. Das grüne und das rote soll ich dann neu austauschen. Eigentlich wäre es besser, den ganzen Stromkasten auszubauen, da er veraltet ist, meinte er. Okay, das grüne und das rote Kabel müssen wir dann irgendwann mal tauschen, merkst du auf jeden Fall. Das könnte dauern, bis es kommt. Ende. Aber wir bekommen zum Glück das alte Tagebuch. Und ich bin mir ganz sicher, dass sowas keine Handwerker machen dürfen. Nein, dafür braucht man Elektriker. Sondern, genau. Ja, den kann man ja als Handwerker zählen, aber es macht trotzdem eigentlich jemand von der Stromversorgung, vom Stromunternehmen. Eigentlich. Denke ich. Okay, die Tür scheint immer noch zu klemmen. Genau. Geh mal nochmal vor zum Licht. Vielleicht kann man bei den Nebeln. Ich kann das direkt nicht machen. Das ist interessant. Speichere auf jeden Fall mal ein Buch, damit wir das schon mal alles haben. Genau. Dann. Raum der musikalischen Klänge. Kommen wir ja nicht rein. Ja. Genau. Meistens hat eigentlich so ein Haus einen Hintereingang, so eine Villa, wo man zu so einem Stromkasten und so einem Kram rankommt, weißt du? Können wir einfach nochmal nach draußen schauen. Kannst du wie hinter der Villa lang gehen? Nein, die Villa ist aufgemalt. Schade. von links geht's auch nicht, oder? Ich kann das nur probieren. Ja. Ja, aber häufig gibt es für sowas eigentlich einen Hintereingang, wo dann sowas nochmal ist, ne? So Stromkästen. Das willst du ja in so einer Villa nicht vorne irgendwie haben. Der Baum versperrt uns den Weg. Okay. Nee, dann wird's wohl da drinnen sein. Dann wird's wohl doch da drin sein, dass es da drin dann irgendwie weitergeht. Ist das der linken Grabstein? Also ist das ein Grabstein dort? Ach, ein Schild ist das. Okay. Wir können trotzdem mal gucken, was auf dem Schild draufsteht. Unleserlich. Unleserlich. Schade. Ja, liegt nämlich hier gerade an unserer Übertragung. Das heißt ja erst wie ein. Ich hab nur den Zettel auf dem Schild drauf gesehen. Ist das ein Grabstein? Ja gut, okay, dann haben wir vielleicht ein D. Dann haben wir ein D. Genau. D ist D, D. Geh nochmal nach. D ist ja nichts weiter, ja, logischerweise. Jetzt gehst du mal links hier. Tür ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Ah, durch die kleine Öffnung passt höchstens eine Ratte durch. Hineingreifen, ja. Unheimlich, dass ich da reingegriffen habe. Irgendwann habe ich was gefunden. Ein kleiner Schlüssel, sehr schön. Ja. Entweder lag der da drin oder die Ratte hat ihn dorthin geschleppt. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber wir können diese Tür ja aufschließen. Tja, siehst du, das ging doch eigentlich. Und hier kommen wir wieder in einen größeren Raum rein. Überall Staub und Spinnenweben. Nichts Brauchbares zu finden. Es ist ein Spalt vorhanden, wo scheinbar vorher ein Buch stand. Okay, das heißt also, hier müssen wir dann ein Buch finden, um es einzusetzen. Aber es wird wohl noch ein bisschen dauern. Die Statue einer Frau, völlig vom Staub
und Schmutz bedeckt. Geht's hier nach oben? Ja. Ja. Kunstvolle Statue einer Frau, wenn nur das ganze Spinnengewebe nicht wäre. Viele Kisten wurden aufgestapelt. Die meisten sind kaputt und nichts davon ist zu gebrauchen. Lauter, ja. Ja, lauter so, unbrauchbare Kisten. Genau. Das hätte mich schon fast gewundert. Da ist ein Schalter an der Wand. Wo ist ein Schalter? Da. Da. Eine Lampe, die wir einschalten könnten. Ja, wenn ihr Licht wäre. Genau, wenn es Strom geben würde. Ja. Nichts Brauchbares. Scheint meine Landkarte von diesem Ort zu handeln. Ist sie voller Blut? Landkarte Kleinstadt. Ende. Aber wir haben ein Dokument bekommen. Okay. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Sieht aus wie ein Teddy oder so. Oder ne? Sieht aus, würde einfach was ein Schlüssel. Glitzern. Nee, eine kleine blaue Kugel. Muss wohl aus dem kaputten Kiste gerollt sein. Cool, cool. Eine kleine blaue Kugel. Chaos ohne Ende auf dem Tisch. Wie so, bei mir zu Hause. Das kenne ich irgendwoher. Chaos auf dem Ende, ja genau. Das kenne ich doch irgendwoher. Das wurde doch schon mal, das wurde doch von irgendwoher copy-pasted. Okay, dann. Gehen wir mal nach links. Genau. Haben Sie da Bilder? Eine Sammlung diverser Porträts hängen an der Wand. Sind nur junge Frauen darauf zu sehen? Selbstverständlich. Was sonst sollte man sich für Porträts an die Wand hängen? Küche steht auf dem Schild. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass mir was passieren könnte, muss ich zugeben. Ja. Wir können ja leider nicht überall frei speichern. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Okay, wir haben dasselbe Ringmenü wie im Remaster. Ja, eine Statue wurde verdeckt. Und hier unten ist die Tür abgeschlossen. Genau. Licht dringt durch die Fenster hinein. Spinnengewebe blockieren den Türgriff. Viel zu massiv, um es einfach was abzubekommen. Also bitte, Spinnweben, die viel zu massiv sind? Das sind ja keine Spinnweben mehr. Auf dem Schild steht 103. Nee, so wirklich, es gibt ja keine Spinnenweben, die zu massiv sein können, um eine Tür aufzumachen. Weiß ich nicht, du hast ja noch nie irgendwelche Monsterspinnen gesehen. Was ist das eben gewesen? Lange als sei etwas gegen die Wand gerannt. Okay, da muss ich also ein Kind hinter der Tür verbergen. Aber wir kommen logischerweise noch nicht rein. Ja, ich kann ein paar Pflanzen durch die Fenster der Tür sehen. Hier ist nichts. Aber eigentlich müsste es ja schon so von der Dicke her, so viel kann eigentlich gar nicht mehr dahinter sein, oder? Ich meine, die Villa hat ja... Was zum Teufel war das gerade eben? Ja. Hier trollt uns irgendein Geist oder so. Wo konnte man noch gleich speichern? Ich glaube, ich gehe nochmal schnell genau, speichern. Genau, geh mal schnell speichern. Schnell ist gut. Naja, es ging eigentlich doch relativ fix. Dann wieder mal, zurück. Das wird nicht die einzige Speicherstelle. Und dann gehen wir jetzt mal nach oben. Genau, hier haben wir ja ansonsten alles. Ja. Ach, wir können nicht nach oben. Die haben das obere Stockwerk mit Band abgesperrt. Muss irgendwie entfernen. Ein Messer oder sowas. Okay. Wir gehen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie weiter umsehen. Was ist das für eine Kiste? Ja, habe ich vorhin übersehen. Dann machen wir sie doch mal auf. Hab ich diese Holzkiste von übersehen? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was drin ist. Da liegt etwas drin. Ein Kästchen. Oho, die Kiste in der Kiste. Jetzt wird es aber mysteriös. Matruschka. Vier Kacheln befinden sich in einer Vertiefung. Das klingt nach einem Todesrätsel. Okay, ja, gut, das ist einfach. Ist das ein Puzzle? Ja.
Schieb das mal nach rechts. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, und jetzt nimmst du das nach links. Ja. Und schon, das ist offen. Schlüssel 001 aber, bekommen. Okay, ja. So, weißt du jetzt noch, wo Raum 001 war? Warte mal, 001, ne? Hier draußen, oder? Nee, das war 002. Ich sehe geradeaus. Also wenn du jetzt nach rechts gehst, ist es 002. Ja, okay. Ja. Der ist oben ist zugeschlossen, aber ist dann eigentlich kein 001, glaube ich, dran. Ich schaue vorsichtig selber nochmal ab. Mhm. Wir haben noch 103 schon. Nee. Ja, an 103 erinnere ich mich auch, aber 001, genau. Wo war denn das? Wir haben jetzt hier gleich links die Küche. Nee, geh mal nach links, warte. Wir gehen einfach die Türen durch. So, jetzt haben wir hier gleich die Küche. Die dürfte weiterhin abgeschlossen sein, oder? Nein, da ist Schlüssel 001. Okay. Die Küche war da hinten. Oder nee, du hast recht, das hier ist die Küche. Ja, das ist die Küche. Schau nochmal hier drauf. Genau, Küche steht auf dem Schild. Ah, wir haben die, glaube ich, nicht angesprochen. Wir haben nur wir haben nur das Schild gelesen. Teller mit Keksen. Warte mal, oh. Wir machen erstmal nichts, nee, wir gucken uns ein bisschen um. Also ich würde erstmal rechnen, dass da Gift drin ist. Da ist wohl ein Also bitte nicht, das sind Kekse. Wer würde die denn vergiften? Ja. Schmutzige Teller stehen hier auf dem Tisch, wie bei mir zu Hause. Schmutzige Teller, wie bei mir zu Hause. Karton. Kleine Spinnen krabbeln in die Spüle. Das ist ekelhaft schmutzig. Ja, ein Küchenmesser. Ich kann es aber vielleicht noch gebrauchen. Und da bekommen wir ein Messer. Mit einem Küchenmesser würde so ein Panzertape durchschneiden, das kriegt aber nicht hin. Ich möchte nicht wissen, dass sich ein Topf auf dem Herd befindet. Menschenfleisch von kleinen 16-jährigen Mädchen. Ich möchte nicht herausfinden, ob dort noch Lebensmittel drin sind. Der Kühlschrank bleibt zu. Ja, die Uhr ist 15 Minuten vor 12 stehen geblieben. Warte mal, dieses 15 vor 12, ja, das kann dann noch wichtig extrem werden. Wichtig werden. Kaputtes Geschirr und lauter Dreck. Das Geschirr und lauter Dreck. Ach komm, wir wollen mal den Game Over Screen sehen. Denke auch, ist die Kekse. Wir wollen eigentlich mal den Keks essen. Ja. Was zum. Wir haben direkt gleich Augenbluten bekommen. Das war ein, das war super Gift, weißt du? Das schoss direkt das Blut aus dem Auge raus, ja. Das war auf jeden Fall super Gift. Die Sache ist ja auch, warum zum Teufel stand denn da Kekse essen und nicht einfach nur Kekse nehmen? Ich meine, logisch, wenn wir hier in diesem Haus sind, dann ist derjenige, wo war das noch gleich? Noch eins weiter. Genau. Eins weiter. Dann ist derjenige, der uns in dieses Haus gelockt hat, irgendein Irrer, der uns hier ein Rätsel lösen lässt, ja. Ja, genau. Der Einzige, der bisher das gemacht hat, war Schicksal. Und der war nicht gerade unbedingt nett gewesen, ne? Ach schon, jetzt haben wir nicht auf die Uhr geschaut. Ja. Wie kann diese Uhr noch funktionieren? Wie, ich denke, die stehen geblieben. Oh oh. Warum haut er vor den Geistermädchen ab? Verdammt, was war das? Ich habe das nur eingebildet. Oder was hat da am Tisch gesessen? Ich werde doch jetzt nicht durchdrehen. Was ist noch los in diesem verdammten Haus? Okay, ganz ruhig bleiben. Einen klaren Verstand bewahren. Selber, ich muss dich finden. Okay, nicht zu sehen. Ich wusste, ich habe es mir nur eingebildet. Geister, sowas gibt es nicht. Ja, schade. Den Keks essen wir aber trotzdem mal lieber nicht. Mhm. Wer kommt diese kalte Luftzug? War da eben was? Das ist schon irgendwie verführerisch. Was machen wir als nächstes? Wir werden jetzt versuchen, mit dem Küchenmesser da das Tape zu zerstören. Ja, aber ja, das klar, eigentlich nicht gehen da. Oder halt, vielleicht können wir mit dem Messer die Spinnenweben ja auch abmachen. Versuchen wir das mal. Ist recht. Genau. Nein. Und die sind zu massiv für die Tür, für das Messer. Genau. Okay, gut. Dann machen wir doch dieses Panzertape kaputt. Was wirklich nicht mit einem normalen Küchenmesser geht.
Problemlos. Ja. Benutzt Messer, Abschirrband entfernt. Okay. Jetzt kann ich das obere Stockwerk gelangen. Aber erst im nächsten Part von Haunted Horror, das Anwesen. Ich habe mir überlegt, wir speichern jetzt einfach ab. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid's auch. Und Steve, du bist es doch bestimmt auch, oder? Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.